Es war einmal ein Wolf im Dschungel, der dabei war, für seine Familie zu jagen. Tief im Dschungel hörte er plötzlich ein ungewöhnliches Geräusch. Er sah sich um und entdeckte ein kleines Baby in den Büschen. Das ist ein Menschenkind, sagte der Wolf voller Überraschung. Er nahm das Baby mit, um es in Sicherheit zu bringen. Aus der Ferne beobachtete ihn Shere Khan, der Tiger. Er wurde sehr wütend, dass der Wolf das Menschenkind mitnahm, denn er hatte es von den Menschen gestohlen. Mutter Wolf und ihre Welpen liebten das Menschenkind sofort. Wir werden ihn Mowgli nennen, sagte die Mutter. Von diesem Tag an lebte Mowgli mit seinen Wolfgeschwistern im Dschungel. Die Wolfmutter kümmerte sich um ihn, als wäre er eins ihrer eigenen Kinder. In kurzer Zeit freundete Mowgli sich mit allen Tieren an. Er spielte mit ihnen und kletterte auf Bäume. Gleichzeitig lernte er sich, im Dschungel zurechtzufinden. Während dieser Zeit beobachtete Shere Khan, der Tiger, Mowgli aus der Ferne und er wartete auf eine Möglichkeit, ihn zu entführen. Eines Tages kamen der weise Wolf Akela, Balu der Bär und Bagheera der Panther zusammen, um über Mowgli zu sprechen. Menschenkinder sind sehr clever. Lass ihn uns wie ein Dschungelkind aufziehen. Balu und Bagheera, ihr werdet ihn beschützen und ihn die Gesetze des Dschungels lehren, sagte Akela. Die Jahre vergingen. Balu der Bär hatte viel Spaß mit Mowgli. Er lehrte ihn, wie man Nüsse fand und Honig von den Bäumen erntete. Mowgli war eifrig, von Balu zu lernen. Jeden Tag kletterte er auf höhere Bäume und begann, sich selbst zu versorgen. Balu lehrte ihn auch, die Geräusche und Laute des Dschungels zu verstehen. Er war stolz auf seinen Schüler. Mowgli rannte sehr schnell und war ein guter Schwimmer. Bagheera brachte ihm bei, wie man die Fallen erkannte, die die Menschen für die Tiere auslegten und wie man sie umging. Eines Tages lief eins der Wolfkinder in eine dieser Fallen. Shere Khan, der Tiger, wollte das Wolfskind fangen und es zum Mittag verspeisen. Aber Mowgli war schneller als der Tiger. Und er rettete den Wolf aus der Falle. Shere Khan hatte erneut verloren. Balu brachte Mowgli die magischen Worte bei, die er nutzen konnte, wenn er im Dschungel in Gefahr geriet. In kurzer Zeit lernte Mowgli diese Wörter auswendig. Keins der Tiere im Dschungel krümmte Mowgli auch nur ein Haar. Als er verstand, dass er Mowgli nicht alleine fangen konnte, ging Shere Khan zu den Bandalog-Affen, die gefährlichsten Tiere im ganzen Dschungel. Er erzählte ihnen von Mowgli. Wenn Mowgli uns alles beibringt, was er weiß, werden wir die mächtigsten Tiere im Dschungel sein. Eines Tages, als Mowgli dabei war, sich eine Höhle zu bauen, um sich vor dem Regen zu schützen, beobachteten die Bandalog-Affen ihn aus sicherer Entfernung. Sie beschlossen, ihn zu entführen, wenn sich die Gelegenheit bot. Als die Sonne unterging, schnappten sich zwei Affen Mowgli und brachten ihn zu den Hügeln in den dichtesten Teil des Dschungels. Der Junge fand sich inmitten der Bandalog-Affen. Als Mowgli klar wurde, dass die Affen ihn entführt hatten, begann er nachzudenken. Er musste irgendwie Balu und Bagheera erreichen. Plötzlich sah er Chil den Geier hoch im Himmel fliegen. Er erinnerte sich an die magischen Worte, die Balu ihm beigebracht hatte. Wir sind vom selben Blut, du und ich. Als er diese Worte hörte, wusste Chil der Geier sofort, dass Mowgli kein Fremder war und dass er sich in Gefahr befand. Ich bin Mowgli. Kannst du Balu und Bagheera mitteilen, dass ich entführt wurde? Natürlich, Mowgli, antwortete Chil der Geier und flog weiter, um Moglis Freunden die Nachricht zu überbringen. Die Bandalog-Affen brachten Mowgli in ihre kalte Höhle, die Affenstadt.
Es war eine alte Ruine im tiefsten Dschungel, die die Menschen vor Jahren verlassen hatten. Mowgli versuchte zu fliehen, aber es waren zu viele Bandaloks für ihn und sie fingen ihn wieder ein. Als Baloo und Bagheera von Moglis Entführung hörten, baten sie Kaa die Riesenschlange um Hilfe mit seiner Rettung. Sie alle machten sich auf zur Affenstadt und versteckten sich hinter einer der Statuen. Von ihrem Versteck aus konnten sie Mowgli umzingelt von Hunderten von Affen sehen. Sie warteten auf die perfekte Gelegenheit, um Mowgli dort herauszuholen. Nach einer Weile sagte Kaa: Es ist Zeit. Bagheera ging leise vor, um die Affen zu verscheuchen. Er schlug sich den Weg zu Mowgli mit seinen kräftigen Pranken frei. Die Bandaloks rannten wie wild durcheinander, schreiend und kreischend. Einer lief los, um Verstärkung zu rufen. Plötzlich war Bagheera von einer Horde Affen umzingelt. Ein paar Affen schnappten sich Mowgli und nahmen ihn mit in einen Raum ohne Fenster. Mowgli konnte hören, wie Bagheera mit den Affen kämpfte. Er erinnerte sich an den Wasserspeicher unterhalb der Ruinen und er wusste, dass die Affen Angst vor Wasser hatten. Bagheera, lauf und spring ins Wasser! Bagheera tat, was Mowgli sagte und sprang ins Wasser. Auch Baloo wurde nun von den Affen angegriffen. Baloo hielt die Affen mit seinen Riesenpranken auf Abstand. Er gab sein Bestes, aber es waren zu viele Affen für ihn und er konnte sich unmöglich gegen alle von ihnen verteidigen. Bagheera sah ihm hilflos vom Wasser aus zu. Er wollte seinem Freund helfen, aber konnte es nicht. Als Baloo versuchte, gegen die Affen anzukommen, tauchte plötzlich Kaa auf. Kaa begann, die Affen mit ihrem langen Schwanz zu schlagen und die Affen liefen voller Angst davon. Die Affen hatten schon immer Angst vor Kaa gehabt. Keiner von ihnen konnte es mit ihr aufnehmen. Als sie also in den Dschungel flüchteten, war Baloo endlich befreit. Aber als Kaa ihr Maul öffnete und pustete, blieben alle Affen wie angewurzelt stehen. Ihre Schreie verstummten und plötzlich wurde es still. Bagheera ergriff die Chance und sprang aus dem Wasser. Mowgli rief aus dem Turm, in dem er gefangen war. Ich bin hier, gefangen im Turm. Kaa schwang ihren Riesenschwanz und zerbrach die Mauern des Turms. Mowgli konnte nun aus dem Turm herausklettern. Baloo umarmte ihn voller Liebe. Alles in Ordnung, Mowgli? Ja, alles okay, aber ich bin hungrig und müde. Ihr alle habt euer Leben riskiert, um mich zu retten. Ich danke euch von ganzem Herzen. Mowgli freute sich, auch Kaa auf seiner Seite zu haben. Ich verdanke dir mein Leben, Kaa. Vielen Dank. Mowgli, Baloo und Bagheera verabschiedeten sich von Kaa und liefen nach Hause. Shere Khan, der Tiger, sah ein, dass er jemanden mit solch starken Freundschaften nicht besiegen konnte. Und er verzog sich in die Tiefen des Dschungels und wurde nie wieder gesehen. Lange Zeit verging und Mowgli wuchs zu einem jungen Mann heran. Eines Tages näherte er sich dem Dorf, in dem die Menschen lebten. Er traf auf eine Frau, die ihn sofort erkannte. Sie erkannte ihn als ihren Sohn, der vor vielen Jahren von einem Tiger gestohlen worden war. Sie legte den kleinen Jungen neben sich in Moglis Arme. Mowgli war sehr überrascht. Der kleine Junge sah genauso aus wie er, als er ein kleiner Junge gewesen war. Er begriff, dass der kleine Junge sein Bruder und die Frau seine Mutter waren. Baloo, Bagheera und Kaa schauten aus der Ferne zu. Von jetzt an wirst du bei deiner Familie sein. Wann immer du uns brauchst. Du weißt die magischen Worte. Du bist unser Bruder. Vergiss nie, wie sehr wir dich lieben. Auf bald, Mowgli. Mowgli verabschiedete sich von seinen Freunden. Mowgli lebte glücklich und zufrieden mit seiner Familie. Aber er vergaß niemals seine Familie im Dschungel, die ihn aufgezogen hatte und die immer in seinem Herzen bleiben würde.
Es war einmal ein kleines Mädchen, das Dorothy hieß. Dorothy lebte auf einer Farm mit ihrer Tante Em und ihrem Onkel Henry. Eines Tages fühlte Dorothy sich so unwohl, dass sie noch nicht einmal mit ihrem Hund Toto spielen wollte. Ein Tornado zieht auf. Wir müssen uns im Keller verstecken. Tante Em rief Dorothy zu: Komm sofort ins Haus, Dorothy. Toto, komm her! Wir müssen runter in den Keller! Dorothy kroch unter das Bett, um den zitternden Toto herauszuholen. In diesem Moment begann das Haus zu wackeln. Dann plötzlich begann sich das Haus ganz wild im Kreis zu drehen. Dorothy hielt sich am Bett fest und versuchte gleichzeitig, ihren Hund zu fangen. Gerade als er fast aus der Tür herausflog, schaffte sie es, seine Pfote zu greifen. Sie konnte überhaupt nichts erkennen. Sie sah nur den Himmel und Wolken und ihr wurde klar, dass sie sich hoch im Himmel befinden musste. Das Haus drehte sich so schnell, dass ihr ganz schwindelig wurde. Sie schloss die Augen, legte sich auf ihr Bett und schlief ein. Dorothy erwachte von einem lauten Knall. Das Bett flog so hoch in die Luft, dass das kleine Mädchen heraus und auf den Boden plumpste. Sie bemerkte, dass das Haus sich nicht mehr drehte. Und sie sah, dass die Sonne durch das Fenster schien. Also musste sie sich wieder am Boden befinden. Dorothy lief nach draußen und sie konnte nicht glauben, was sie sah. Vor ihr lagen Blumenfelder, so weit das Auge reichte. Dann plötzlich sah Dorothy kleine Männchen auf sie zulaufen. Sie trugen spitze Mützen und daran hingen kleine Glöckchen, die klingelten, als sie rannten. Außerdem trugen sie blaue Uniformen und hatten alle einen langen Bart. Als die kleinen Männchen bei Dorothy angekommen waren, erschien plötzlich eine winzige Frau in einem weißen Kleid. Willkommen, großer Zauberer. Ich bin die gute Hexe des Nordens und dies sind meine Freunde, die Zwerge. Ich will dir dafür danken, dass du uns von der bösen Hexe des Ostens befreit hast. Danke, aber du musst mich mit jemandem verwechseln. Die gute Hexe des Nordens zeigte auf Dorothys Farmhaus. Unter dem Haus schaute ein paar Beine hervor, an deren Füßen silberne Schuhe saßen. Dorothy begriff, dass ihr Haus auf der bösen Hexe gelandet sein musste. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Das war wirklich nicht meine Schuld. Was soll ich denn jetzt tun? Du kannst die magischen Silberschuhe der bösen Hexe als ein Geschenk unserer Dankbarkeit annehmen. Dorothy zog ihre Schuhe aus und zog die silbernen Schuhe an. Kannst du mir helfen, nach Hause zu finden? Es gibt nur einen, der dir helfen kann. Und das ist der Zauberer von Oz. Wenn du dem gelben Ziegelsteinweg folgst, wirst du zur Smaragdstadt kommen. Und wenn du dort bist, musst du um eine Audienz beim Zauberer von Oz bitten. Als sie diesen Satz beendet hatte, verschwand die gute Hexe wieder. Die Zwerge verabschiedeten sich von Dorothy und gingen ihres Weges. Dorothy und Toto waren eine Weile auf dem gelben Ziegelsteinweg gelaufen. Aber nun brauchten sie eine Pause. Also blieben sie neben einem Maisfeld stehen. In der Mitte des Feldes bemerkte Dorothy eine Vogelscheuche. Sie war neugierig, also trat sie näher. Hallo, wer bist du? Zuerst war Dorothy erstaunt, dass die Vogelscheuche sprechen konnte, aber dann erklärte sie, was passiert war. Ich verstehe gar nichts. Mein Kopf ist voller Stroh. Meinst du, wenn ich mit dir zur Smaragdstadt gehe, gibt der Zauberer von Oz mir vielleicht einen Verstand? Dorothy half der Vogelscheuche von ihrem Pfahl herab und gemeinsam liefen sie auf dem gelben Ziegelsteinweg weiter. Nach ein paar Stunden kamen sie durch einen Wald und sie sahen zwischen den Bäumen etwas schimmern. Als sie näher kamen, sahen sie, dass dort ein Mann stand, der ganz aus Zinn gemacht war. Der Zinnmann stand ganz still. Bitte helft mir! Ich bin ganz rostig und habe mich seit Ewigkeiten nicht mehr bewegen können. Wie können wir dir helfen? Dort drüben ist mein Schuppen.
Bitte hole doch meine Ölkanne und gib mir ein paar Tropfen Öl in meine Gelenke. Dorothy tat, was der Zinnmann gesagt hatte. Sie goss Öl in all seine Gelenke und langsam begann er sich zu bewegen. Vielen Dank. Was bringt euch beide denn hierher? Dorothy erklärte dem Zinnmann, was ihr geschehen war. Meinst du, er kann mir ein Herz geben? Und so schloss sich der Zinnmann ihnen an. Im Wald wurde es dunkler. Und plötzlich hörten sie ein schreckliches Brüllen und ein Löwe sprang vor ihnen auf den Weg. Aber als Toto ihn anbellte, sprang der Löwe vor Angst zurück und begann zu zittern. Wie kann ein großer Löwe wie du vor einem so kleinen Hund Angst haben? Ich weiß, ich bin ein Feigling. Sogar das leiseste Geräusch macht mir Angst. Warte, weine nicht. Weißt du was? Wir sind auf dem Weg zum Zauberer von Oz. Wir alle wollen etwas von ihm. Vielleicht kann er dir Mut geben. Der Löwe wischte seine Tränen weg und sagte, er würde mit zur Smaragdstadt gehen. Sie liefen für eine Weile. Die Vogelscheuche bemerkte, dass der Himmel grün schimmerte. Die Smaragdstadt konnte nicht mehr weit sein. Nach kurzer Zeit kamen sie endlich an den Toren der Smaragdstadt an. Wir sind hier, um den Zauberer von Oz zu sehen. Um das Schloss betreten zu dürfen, mussten sie grüne Brillen tragen, weil die leuchtenden grünen Lichter der Stadt sie sonst geblendet hätten. Die Häuser, Straßen und sogar die Kleider der Bewohner waren alle grün in der Smaragdstadt. Überall funkelte es. Schließlich kamen sie am Schloss an. Dorothy war die Erste, die den Zauberer von Oz besuchen durfte. Vorsichtig trat sie ein und sah vor sich einen Riesenkopf, der über einem Thron von der Decke hing. Ich bin der mächtige Zauberer von Oz. Wer seid ihr? Warum wollt ihr mich sprechen? Und woher hast du diese silbernen Schuhe? Mein Name ist Dorothy. Ich brauche ihre Hilfe. Dorothy erklärte dem Zauberer von Oz, was passiert war. Der Zauberer sagte, dass er ihr helfen würde, aber dass sie im Gegenzug die böse Hexe des Westens besiegen müsste. Entmutigt lief Dorothy weinend zu ihren Freunden zurück. Sie erzählte ihnen, was der Zauberer von ihr verlangt hatte. Gemeinsam beschlossen sie, die böse Hexe des Westens zu finden und sie zu besiegen. Am nächsten Morgen verließen sie die Smaragdstadt und begannen ihre Reise zum Schloss der Hexe des Westens. Die böse Hexe des Westens hatte nur ein Auge, aber damit konnte sie sehr weit sehen. Als sie Dorothy und ihre Freunde auf dem Weg zu ihrem Schloss sah, schickte sie ihre Riesenbienen los. Stich diese Eindringlinge! Dorothy und ihre Freunde sahen die Bienen auf sie zukommen. Sie konnten sich nirgendwo verstecken. Vogelscheuche, bedecke Dorothy, Toto und den Löwen mit deinem Stroh, sodass die Bienen sie nicht stechen können. Die Vogelscheuche bedeckte sie mit Stroh, also versuchten die Bienen, den Zinnmann zu stechen. Aber sie alle verloren ihre Stachel und fielen eine nach der anderen zu Boden. Dann schickte die Hexe ihre fliegenden Affen, um Dorothy und ihre Freunde zu verjagen. Also griffen sie die Freunde an. Einer fing die Vogelscheuche und warf sie auf einen Baum. Ein anderer warf den Zinnmann eine Klippe hinab. Die anderen fesselten den Löwen und brachten ihn zu der Hexe. Dann kamen sie auf Dorothy zu. Aber als sie die silbernen Schuhe an ihren Füßen bemerkten, wollten sie ihr nichts mehr antun. Also brachten sie sie unversehrt zum Schloss. Als die böse Hexe des Westens Dorothys Schuhe sah, bekam sie Angst. Aber sie verstand schnell, dass Dorothy sich der Macht der Schuhe nicht bewusst war. Gib mir deine Schuhe. Nein, das sind meine. Gib sie mir.
Die Hexe kam auf Dorothy zu. Woher wusstest du, dass Wasser das Einzige ist, das mich zerstören kann? Oh, es tut mir so leid. Und schreiend schmolz die Hexe davon. Nur ihre Kleider blieben auf dem Boden liegen. Dorothy befreite den Löwen aus seinem Käfig. Und dann gingen sie gemeinsam der Vogelscheuche und dem Zinnmann helfen. Sie gingen zurück zur Smaragdstadt. Sie berichteten, dass sie die böse Hexe des Westens besiegt hatten und dass sie den Zauberer von Oz erneut sehen wollten. Dieses Mal durften sie alle gemeinsam eintreten. Als sie den Thronsaal betraten, hörten sie einen ohrenbetäubenden Lärm. Ich bin der mächtige Zauberer von Oz. Was wollt ihr von mir? Toto erschrak sich so sehr, dass er davonlief und vor eine Trennwand in der Mitte des Raumes stolperte. Die Trennwand fiel um und dahinter stand ein kleiner alter Mann. Er hielt ein goldenes Sprachrohr in der Hand. Und wer sind Sie? Ich bin der mächtige Zauberer von Oz. Sie sind der Zauberer von Oz? Aber wie ist das möglich? Der alte Mann erzählte seine Geschichte. Er hatte ursprünglich in einem Zirkus gearbeitet. Sein Kunststück war ein Heißluftballon gewesen. Aber eines Tages hatte ein starker Wind geblasen und ihn in die Smaragdstadt getragen. Die Bewohner der Stadt dachten, er sei ein Zauberer, weil er vom Himmel gefallen war. Und er hatte ihnen nicht die Wahrheit gesagt. Und was ist mit all deinen Versprechen? Der Zauberer sagte dem Zinnmann, er könne ihm sofort ein Herz geben. Er sprang von seinem Podest und brachte ein Plüschherz hervor, das er dem Zinnmann in die Brust legte. Der Zinnmann fühlte sich sofort besser. Dann war die Vogelscheuche dran. Der Zauberer öffnete eine Naht an seinem Kopf, steckte ein paar Weizenkörner hinein und nähte den Kopf wieder zu. Dann wandte er sich an den Löwen. Er goss etwas Zaubertrank aus einer goldenen Flasche in eine Schüssel. Er bat den Löwen, diesen Muttrunk zu trinken. Und sofort, als der Löwe den letzten Tropfen getrunken hatte, verschwand der ängstliche Blick von seinem Gesicht. Und er brüllte wie ein starker und mutiger Löwe. Der Zauberer von Oz lächelte. Er hatte keinem von ihnen wirklich etwas Magisches gegeben. Was sie von ihm gewollt hatten, hatten sie bereits alle in sich getragen. Aber sie wussten nicht, wie sie es zeigen konnten. Jetzt bist du dran, Dorothy. Du hattest alles, was du wolltest, die ganze Zeit direkt hier, bei dir. Wenn du in deinen silbernen Schuhen dreimal die Fersen aneinander tippst, kannst du gehen, wo auch immer du hin willst. Also hätte ich die ganze Zeit nach Hause gehen können? Ja, aber dann würde ich für immer an dem Pfahl in meinem Feld hängen. Und ich wäre einsam verrostet. Und ich wäre niemals ein mutiger Löwe geworden. Dorothy umarmte ihre Freunde. Sie verabschiedete sich von jedem Einzelnen. Dann nahm sie Toto und sagte, sie wolle zurück nach Hause, während sie ihre Fersen dreimal aneinander tippte. Und plötzlich fand sie sich in ihrem Garten wieder. Sie sah sich um. Ihr Onkel und ihre Tante liefen aufgeregt auf sie zu. Dorothy lachte voller Freude. Schau, Toto, wir sind zu Hause.